Willkommen in der Terra Express Werkhalle. Manchmal läuft es wirklich ganz anders, als man denkt. Zum Beispiel in Görlitz in Sachsen. Ein paar Wolken am Himmel, ein Landregen. Na und? Auch kleinere Überschwemmungen machen dort niemanden nervös. Damit kennen sich die Leute aus. Aber in Deutschland können auf so eine Fläche schon mal 5 Liter Regen in 5 Minuten fallen. Da kommt dann wirklich eine Menge Wasser zusammen. In Görlitz hatte das dieses Mal katastrophale Folgen, mit denen wirklich niemand rechnen konnte. Es schüttet wie aus Eimern. Dauerregen seit 2 Tagen. Die Neiße bei Görlitz ist schon randvoll. Und es ist kein Ende in Sicht. Wenige Meter neben dem Fluss wohnt Familie Nerger. Noch fühlen sie sich sicher. Eigentlich scheint nicht mehr auf dem Spiel zu stehen als bei früheren Überschwemmungen. Doch Familie Nerger hat eine böse Vorahnung. Wo ich Kind war, da gab es mal solche Hochwasser, dass man sagt, da steht man 1 Meter im Haus oder so. Und deswegen hat man das schon den ganzen Tag beobachtet, hat schon angefangen, Kleinigkeiten hochzuräumen im 1. Stock. Wie lange wird das gut gehen, das fragen sich wohl auch die Betreiber des Witka-Staudamms. Der steht wenige Kilometer von Görlitz entfernt, flussaufwärts auf der polnischen Seite. Seit Jahrzehnten hält er bis zu 5 Millionen Kubikmeter Wasser, bis zu diesem Tag. Noch ist der Damm ein Bollwerk, ein mächtiger Schutzwall gegen die Fluten. Die Schleusen werden etwas geöffnet, damit der See nicht überläuft. Doch es gießt weiter, unaufhaltsam und bedrohlicher als sonst. Das erkennt auch Professor Martin Socher. Er ist mitzuständig für den Hochwasserschutz in Sachsen. Die Pegelstände der Neiße verheißen nichts Gutes. Der Katastrophenstab des sächsischen Innenministeriums wird einberufen. Wenn es so weitergeht, wird vielen das Wasser bald bis zum Hals stehen. Ein derartiger, blitzartiger Anstieg des Pegels, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Grund, ein Tief über Teilen Sachsens, Polens und Tschechiens, also im Einzugsgebiet der Neiße. Genau da liegt auch der Witka-Stausee. Trotz offener Schleusen fließt mehr Wasser rein als raus. Was dann passiert, das hält ein Amateurfilmer fest. Es ist später Nachmittag, als die Katastrophe losbricht. Plötzlich geht alles rasend schnell. Unaufhaltsam schießt immer mehr Wasser aus dem Stausee Richtung Görlitz. Und von da an sind wir eigentlich nur noch gerannt und haben versucht, alles zu retten, was geht. Besonders wichtig, die Reitpferde der Nergers müssen schnell vor der anrollenden Flutwelle in Sicherheit gebracht werden. Man wusste immer, dass wenn Hochwasser ist, dass die Gefahr droht, dass man richtig überschwemmt wird, wenn die Schleusen gezogen werden. Aber man hat nie ansatzweise damit gerechnet, dass der mal brechen würde. Doch genau das passiert. Der Damm wird überspült. Risse entstehen, das Bollwerk bröckelt und bricht. Millionen Liter Wasser sind nicht mehr zu bändigen. Sie rauschen Richtung Deutschland, Richtung Görlitz. Noch ahnt auf der deutschen Seite niemand, wie viel Wasser wirklich im Anmarsch ist. Den Katastrophenstab mit Martin Socher erreicht die Nachricht erst nach rund 1 Stunde. Mein erster Gedanke war, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Besonders fatal an diesem Tag ist die Kommunikation zwischen Deutschen und Polen alles andere als fließend. Die Meldung, dass 650.000 Liter in der Sekunde aus dem Stausee strömen, kommt spät. Wir waren weit über die Alarmstufe 4, die bedeutet Gefahr für Leib und Leben. Gefahr für Leib und Leben durch das natürliche Extremhochwasser und den zusätzlichen Dammbruch, auch bei Familie Nerger. Wir haben die Welle über die Wiese kommen sehen, das war eine richtige Welle. Also das ging ratzfatz. Wir haben die Pferde gerade noch so rausgekriegt und sind wiedergekommen, stand uns das Wasser schon bis zu den Knien. Der Wasserstand der Neiße steigt weiter. Rund 5 Meter höher als normal. Da stand das Wasser ungefähr so über dem Bauchnabel. So. Ja, und dann habe ich die Tür schon nicht mehr aufgekriegt. Und dann haben wir es doch aufgekriegt dann irgendwann. Und dann sind bloß noch raus und dann weg. Rettung in letzter Sekunde. Aber das Haus von Familie Nerger hat den Kampf gegen das Hochwasser verloren. So wie ein ganzer Landstrich. Tage später heißt es dann, aufräumen und Bilanz ziehen. Also das Wasser zum Anfang stand hier an den Fensterbrettern im Untergeschoss
Und zum Schluss dann stand es dort oben im ersten Geschoss. Das Wasser fließt ab, der Schaden bleibt. Bei den Nergas ca. 250.000 Euro. Erinnerungen an ein Zuhause, das es so nicht mehr gibt. Ja, eigentlich war fast gar nicht mehr da. So, ging mit Schulen los, dass man keine Schuhe mehr hatte und alles. So. Ich hatte gar keine Anziehsachen mehr. Also es war eigentlich fast alles kaputt. Die komplette Einbauküche, die ganze Wohnzimmereinrichtung und ja, auch viele persönliche Gegenstände waren kaputt, die man ja nicht mehr ersetzt kriegt. Also Kinderfotos sind weg. Erinnerungen einfach weggespült. Versunken in den braunen Wassermassen. Martin Socher hat sogar mit noch Schlimmerem gerechnet. Unglaublich, dass dieses Ereignis abgegangen ist ohne größere Personenschäden. Das ist unglaublich. Wie konnte das passieren? Martin Socher will es genau wissen. Und zwar dort, wo es gekracht hat, am Wittkerstaudamm. Das Wasser kam von dort aus dieser östlichen Richtung, floss hier lang und schoss quasi über diesen Erddamm drüber hinweg in Richtung seines alten Bettes, was die Wittker hier unten hatte, um hier sozusagen weiter abfließen zu können in Richtung der Neiße. Doch hinter dem 15 Meter hohen Staudamm füllte sich das Becken weiter rasant mit Wasser. Der Grund? Da der Boden schon vor dem großen Regen relativ nass war, konnte nur noch wenig versickern. Das brachte den See endgültig zum Überlaufen. Und darin lag auch die Quelle allen Übels für den 300 Meter Erddamm. Denn er bestand lediglich aus Sand und Kies. Die Innenseite des Damms ist zwar mit Beton abgedichtet, nicht aber die Außenseite. Hier hält nur Gras die Konstruktion zusammen. Als das Wasser über die Dammkrone schießt, frisst es sich da schnell durch. Die Folge? Immer mehr Sand und Kies werden weggespült. Dem Damm fehlt jetzt die Masse. Er gibt nach und bricht. Hätte man das verhindern können? Als er 1960 gebaut wurde, war das schon Stand der Technik, wie man das so gemacht hat. Stand der Technik. Das heißt, der Damm wurde zwar für ein normales Hochwasser ausgelegt, aber mit so einem ungewöhnlichen Extremereignis hatten die Ingenieure in Polen wohl nicht gerechnet. Ein fataler Fehler. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Erddämme, die nach dem gleichen Prinzip konstruiert und gebaut wurden. Trotzdem hält Martin Socher bei uns die Gefahr einer vergleichbaren Staudammkatastrophe für gering. Diese werden sukzessive ertüchtigt und weiterentwickelt, um sozusagen auch gegen eine Überströmung standsicher zu sein und auch ein sehr extremes Hochwasser ableiten zu können. Wie zum Beispiel die innerste Talsperre im Harz. Sie wurde besser abgedichtet. Oder die Talsperre Bautzen, rund erneuert für rund 20 Millionen Euro. Beim Wittka-Staudamm hatte man diese Renovierungen nicht durchgeführt. Deshalb sollen Martin Socher und Kollegen jetzt beim Bau eines neuen Damms beraten. Nur der Mittelteil aus Beton steht noch. Und in diese Richtung gehen auch die Planungen. Statt eines anfälligen Erdwalls soll jetzt eine robuste Betonmauer hochgezogen werden. Alles, was jetzt kommt, muss so gut gemacht werden, dass so ein Ereignis sich nie wieder wiederholen kann. Nie wieder ein Dammbruch, nie wieder eine Sturzflut. Familie Nerger plant den Neuanfang. Eine Versicherung, die zahlt, haben sie nicht. Mit der Soforthilfe wollen sie ihr Haus nach und nach wieder aufbauen. Viele Leute haben das schon gefragt, warum wir hier noch wohnen und warum wir weitermachen. Aber ich bin hier groß geworden. Wenn so ein Hochwasser jedes Jahr kommen würde, dann würde ich auch wegziehen. Aber ich hoffe, dass es bei dem Elmar bleibt. 2015 wird der neue Damm wohl fertig sein. Linda Nerger und ihre Familie hoffen, dass der Neubau besser hält und sie so ein Desaster nicht noch einmal erleben müssen.